An der neuen Jahnzeit wird derzeit fleißig gearbeitet. Die Jahn-Profis Sargis Adamyan und Asker Sörensen sind dieses Mal die Protagonisten der Titelstory und standen gestern für ein Gespräch Rede und Antwort. Natürlich war auch die Reise zu den Spielen mit ihren Nationalmannschaften Thema. Asker musste zum Einstand bei Dänemarks U21 gleich ein Ritual durchlaufen. Das ist so, dass jeder Debütant muss singen vor der Mannschaft, und das haben wir halt gemacht beim so kleinen Mannschaftabend in Dänemark. So, das war ja ganz lustig, weil keiner von uns kann ja singen. Beim Jahn gibt es einen solchen Kodex nicht. Dennoch sind die beiden in Regensburg gut angekommen. Meine Freundin ist jetzt mit hergezogen. Wir haben einen kleinen Hund, der fühlt sich hier auch wohl, haben jetzt eine neue Wohnung. Also wir fühlen uns auf jeden Fall sehr wohl hier in Regensburg. Gegen Dresden soll am Sonntag der ersehnte erste Heimdreier her. Und vielleicht klappt es ja dann auch mit dem ersten Saisontor für Sargis. Er ist sich auf jeden Fall sicher, dass der Knoten bald platzt. Einfach genauso weiterarbeiten, für die Mannschaft da sein, und ja, das Tor kommt von alleine. Die ganze Story mit den beiden findet ihr in der neuen Ausgabe der Jahnzeit. Erhältlich beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden und für alle Mitglieder auch schon 24 Stunden vorher im Onlineshop.